Herzlich willkommen wieder zu Phoenix Wright Ace Attorney. Ja. Okay, hier sehen Sie sich das an. Was war das gerade nochmal? Ich hab's vergessen. Also, da hat irgendwas im Dreck anstecken, aber. Ja, die Anwaltsmarke. Nein! Nein. Nicht die Anwaltsmarke. Oh Mann, ich hab nicht aufgepasst. Ich bin so ein Arsch. Warte mal. Ja, also du kannst ja eigentlich nichts falsch machen, oder? Die Ausrufezeichen kannst ja, du außer... Ja, die Ausrufezeichen sind nicht da. Okay, aber warte mal. Hier, guck mal. Boom. Und das ist? Ein Fan hat all diese Fotos gesagt. Ah ja, stimmt, es ging um Stil-Samurai. Stil-Samurai, ah! Die Kinder lieben den Stil-Samurai. Die Serie darf nicht gestoppt werden, nur damit ein paar Erwachsene ihr Gesicht wahren. Ich denke, das verstehen sie besser als irgendjemand sonst. Sie haben recht. Okay, aber was kann ich tun? Nun, für den Anfang, Sie können mir etwas erzählen. Erzählen Sie mir, was Global Studios so gerne verheimlichen möchte. Erzählen Sie mir von diesem Unfall vor 5 Jahren. Okay. Oh, Daniel, bist du bereit? Ja. Vor 5 Jahren. Können Sie mir sagen, was vor 5 Jahren passiert ist? Ich habe Sie gerade eben schon gefragt, aber ich frage nochmal zur Sicherheit. Nun, ich kann Ihnen sagen, was ich gehört habe. Anscheinend ist damals jemand ums Leben gekommen, und es war Herr Hammers Schuld. Jemand kam ums Leben? Es war natürlich ein Unfall. Wie auch immer. Die Produzentin Frau Vasquez konnte die Sache vertuschen. Und das ist der Dreck, den sie gegen Hammer in der Hand hatte? Und deshalb wurde Herr Hammer alles tun, was Frau Vasquez von ihm verlangt? Aber es war ein Unfall, oder? Warum haben sie es nicht einfach bekannt gemacht? Nun, wie Sie wissen, war Herr Hammer damals ein großer Star. Sie hatten Angst um seine Karriere, wenn das herausgekommen wäre. Ich verstehe. Wissen Sie, wer mehr darüber weiß? Frau Oldbeck. Sie war damals hier im Studio, wissen Sie? Danke, wir werden versuchen, ein paar Fragen zu stellen. Warum fangen sie an zu heulen? Nee, warum sie fangen sie reden, an zu heulen? Wenn sie denn reden will. Guck mal, ich hab noch Karten. Nee, ich hab gar keine Karten mehr. So ein Arsch, ich hab dich lieb irgendwie. Ich find sie irgendwie sehr attraktiv. Wenn sie echt wäre, dann ja, würde ich sie knuddeln. Okay. Knuddeln. Ja, knuddeln, das reicht. Mhm, knuddeln. Ja. Was, ich leiche immer noch hier rum? Wenn es Ihnen hier so gut gefällt, warum lösen Sie mich dich denn ab? Die alte Labertasche sieht gar nicht gut aus. Ja, alle legen sich mächtig ins Zeug, um Hammer zu vergessen. Was glauben die denn, wer Global Studios zu dem gemacht hat, was es heute ist? Frau, ich glaube, das war Frau die Vasquez und so. Hammer, das ist, verdanken Sie alle so Hammer. Sicherheitsabstand gehen! Geil, so toll. Genauso wie der Ehemann von damals. Alarm! Alarm! Ich wollte sie gerne fragen, was vor 5 Jahren war. Die wolltest du mal klauen! Wer hat das gesagt? Von wem haben sie das gehört? Komm, komm! Ich, was? Nichols! Nichols? Nichols! Nick! Penny Nichols! Die Assistentin, mit der wir gesprochen haben! Ah, richtig. Egal, wir haben jedenfalls von einem Unfall gehört. Es passierte während eines Drehs mit Jack Hammer. Er hat einen Mann getötet, nicht wahr? Gerne, Groß, alle beide! Einfach den Dreck über die Vergangenheit auszugraben! Noch dazu eigentlich verstorben! Ich nehme an, Sie finden das lustig! Nein, ich mache nur meine Arbeit, um herauszuschätzen. Was Sie behaupten, das ist jemand... Erwarten Sie das? Zum Leid, Frau Oldbeck, aber ich habe Beweise. Ich kann beweisen, dass er immer das Kostüm von Herrn Powers gestohlen hat. Steak. Herr Powers hat einen T-Bone-Steak zum Mittag gegessen, richtig? Also, ja, und? Das ist der Teller, von dem er das Steak gegessen hat. Auf dem Teller sind Spuren von Schlaftabletten. Ich bin
Wette, die hat Paul selbst in sein Essen getan. Sogar ein Fliegengewicht wie er wird manchmal Schlafprobleme haben. Ein Fliegengewicht? Nur habe ich Beweise, dass Hammer die Tabletten hineingetan hat. In diesem Behälter waren Schlaftabletten. Die Fingerabdrücke von der Hammer wurden auf dem Behälter gefunden. Ich verstehe. Armer, armer Hammer. Sie haben Unrecht getan, Hammer. Ihre Seele ruhe in Frieden. Frau Oldbeck? Also gut. Sie haben gewonnen. Ich werde reden. Oh, die Musik, die im Hintergrund ist eine meiner liebsten Themes in diesem ganzen Spiel und im gesamten Franchise. Ich liebe diese Musik. Ausgerechnet bei Oldbeck. Ausgerechnet bei... Richtig. Das ist jetzt auch mal was. Oh, die ist so schön. Okay. Nigger, 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 nigger's ja. Dummer Bike, nigger's dummer Bike. Nein, nein. Okay. Ich bin es leid, sehen Sie? Leid, alles für mich behalten zu müssen. Frau Oldbeck. Sie haben recht, vor 5 Jahren gab es einen Unfall, einen tödlichen Unfall. Schlimmer ist nur, dass ein Paparazzo ein Foto davon gemacht hat. Dieses Foto, naja, es sorgte ganz schön für Aufregung. Raten Sie mal, wer alles wieder gut gemacht hat. Was Chris? Was Chris? Grrr. Sie hat Verbindung zur Mafia. Sie hat diesen Paparazzi zum Schweigen gebracht. So hat es begonnen. Danach wurde sie zu einer wahren Macht im Studio. Ich verstehe. Aber Sie müssen verstehen, der arme Hammer wollte niemandem niemals schaden. Frau Oldbeck! Warten Sie einen Augenblick. Arme Frau Oldbeck! Hier, nehmen Sie das. Oh, ein Foto. Moment mal. Das ist das betreffende Foto. Ist das der Wohnwagen von Studio 2? Hey, man sollte oben auf dieser Treppe mit einem Bösewicht kämpfen, genau da. Er schubste den anderen Schauspieler und der Mann fiel auf den Garten zu. Zoll. So. Alter. Aber wo haben Sie das her? Es war vor langer Zeit. Ich möchte nicht darüber reden. Ich verstehe. 5 Jahre altes Foto. Tragisch, ne? Das ist voll übel, Alter. Boah. Boah, ja. Ist von hinten einfach aufgespießt worden. Richtig aufgespießt. Komm, wir uns das nochmal an. Alter. Deswegen ist auch der eine Garten, also beim Gartenzaun ist ein Ding da so krumm. Uiuiui. Und hat einen Tennisschläger da. Alter. Sieht nicht sehr schön aus. Nein. Wollen wir das mal rumzeigen? Vor allem Cody. Oh nee. Okay, wir können ja dem guten Powers das mal zeigen. Hier, guck mal, mein Freund. Okay, hat keine Ahnung davon. Bei dir kann ich anscheinend nichts machen. Entschuldigen Sie, howdy. Tschüss. Oh. Okay, dann gehen wir zu Studio 1 und zu die was Käse. Voll, eigentlich voll unnötig. Wir sind jetzt gerade vom Studio bis ins Polizeirevier gefahren. Nur damit wir herausgefunden haben, dass er nichts dazu weiß und sind den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Richtig. Oh Mann. Aha. Oh, sie wird sie mit dem Foto konfrontieren. Bart! Sie schaut nicht einmal her. Wow. Was? Woher haben Sie das? Ich, ja. Oldbeck. Old? Sie meint die Wachfrau von Oldbeck, Nick. Nick. Ich wusste, dass das passiert. Richtig, Nick. Nun. Nick. Nick. Oh, was geht's? Nick. Sie Nick. Haben die... Nick. Sie haben Nick. Das Presse, diesen Vorfall verheimlicht, nicht? Nick. Und sie haben ihn benutzt, Nick. Um Herr Hammer zu Nick. Kontrollieren. Nick. 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 Der Wind. Der was? Er ist stärker geworden, finden Sie nicht? Der Wind. Ihre Konversation interessiert mich. Wir sollten uns darüber im Wohnwagen unterhalten. Hm. Nick! Wohnwagen. Danke. Danke, dass du mir das sagst. Sie sind's.
Was für eine Überraschung, wo wir doch gerade eben noch draußen miteinander geredet haben. Nun denn, worüber hatten wir nochmal gesprochen vor einer halben Minute? Warum will ich auf einmal unbedingt darüber reden? Frau Vasquez, Sie haben den Unfall benutzt. Sie hatten Herr Hammer erpresst, um ihn zu kontrollieren, habe ich recht? Darum hat er für Kleingeld Kinderserien gedreht. Also bin ich jetzt eine Erpresserin? Nun, so war es doch, oder? Ich meine sicher, es war ein Unfall. Aber sie benutzten es, um Herr Hammer von seinem Platz als Star zu verdrängen. Ach ja. Ich habe niemanden von irgendwo verdrängt. Emmas Karriereknick hat er sich selbst zuzuschreiben. Aber Sie waren der Grund, Sie haben Druck ausgeübt. Um zu glauben, dass es nur ein Unfall war. Entschuldigen Sie. Wovon sprechen Sie eigentlich? Sie reden immer von Unfall. Unfall. Wie können Sie sich so sicher sein? Was meinen Sie? Soll ich Ihnen etwa noch buchstabieren? Denken Sie nach. Was, wenn es kein Unfall war? Nein, unmöglich. Sie meinen, Herr Hammer hat es absichtlich getan. Genau das meine ich. Wo ist Ihr Beweis? Können Sie es beweisen? Denken Sie nach. Meinen Sie, ich hätte 5 Jahre sein Leben lenken können wegen eines Unfalls? Und ich war hart zu ihm, das können Sie mir glauben. Aber die Wachfrau sagt, dass es ein Unfall war. Oh, sie war ein großer Fan von Herrn Hammer, wissen Sie? Sie ist auf den Reporter, der das Foto ins Studio brachte, losgegangen. Sie hatte sie ihm aus der Hand gerissen und ihm ein paar blaue Flecken verpasst. Na, das ist auch gleich. Warum hatte sie also das Foto? Sie ist eine alte Närrin. Natürlich bräuchte der Reporter nur das Negativ, um weitere Abzüge zu machen. Aber er hat es nicht getan. Der einzige Abzug ist der, den sie in den Händen halten. Glauben Sie mir jetzt? Geben Sie ihn mir! Jetzt! Ich dachte schon. Was? Das ist ein wertvoller Beweis! Oh, shit. Jungs. Wer sind die? Profis. Sieht auch so aus. Sie sind gut im Vernichten von diversen Sachen. Was meinen Sie? Würden Sie gerne vernichtet werden? Ich glaube, wir haben unsere Mörderin gefunden. Was? Der Prozess endet morgen? Wie unglücklich. Wie schade, dass Sie ihn verpassen werden. Sagen Sie mir, wieso? Warum wollen Sie das Foto so dringend haben? Das ist der Dreck von Hammer, richtig? Warum sollte die was kissen? Sich überhaupt dafür interessieren. Ich denke, Sie werden viel Zeit zum Nachdenken haben, da wo Sie jetzt hingehen. Bis dann, Freunde. Jungs, macht sie fertig! Nein! Oh, Chef. Einen Moment! Purr! Ich habe alles gehört! Der Vasquez! Sie kommen mit mir aufs Revier sofort. Ich kann mich mit 4 Mafia-Typen anlegen. Ja, er ist Gumshoe. Der kann alles. Nicht schlecht. Obwohl, Gumshoe hat wahrscheinlich die ganze Polizei würdigt. Aber die sieht man nicht. Die warten bestimmt alle draußen. Sicher. Ja. Sehr gut. Scheint, als würde sich das zwischen uns dann morgen entscheiden. Vor Gericht. Ich freue mich drauf. Sind Sie okay, Junge? Tut mir leid, ich habe da wohl etwas spät eingegriffen.
Ich habe nicht viel Übung in solchen Dingen. Inspektor Gumshoe! Danke, 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 danke! Ich hatte richtig Angst! Hä? Keine Ursache, Kleiner. Ich mache nur meinen Job. Inspektor Gumshoe? Tut mir leid, es ist nur... Ich wollte das schon immer mal sagen, seit ich Polizist bin. Okay, ich muss meinen Job heute noch weiter tun. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Viel zu oft. Nun, Nick! Sieht aus, es kommen wir in dieser Sache langsam auf den Grund. Langsam? Und wer ist da am Grund? Beaver's Kiss. Yay! 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 Wir leben noch. Ja, ist das nicht wunderschön? Wer weiß. Relativ. Okay. Ah, es geht schon weiter. Wow. Herzlich willkommen zurück und so. Geil. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Der letzte Tag endlich mal. Wow. Wird auch schon langsam langweilig. Ich hoffe, dass die Anklage und die Verteidigung entscheidende Beweise haben. Nun gut, Edgeworth. Ihre Scheiße hier. Bei der gestrigen Sitzung hat die Verteidigung eine neue Theorie präsentiert. Sie behauptet, der Tatort befände sich eigentlich in Studio 2. Heute rufe ich Zeugen auf, die an dem Tag im Wohnwagen Studio 2 waren. Ihre Aussagen werden die Wahrheit ins Licht bringen. Geil! Herr Joe scheint heute etwas nervös zu sein. Ruft sie ihren ersten Zeugen auf, Herr Joe! Die Anklage ruft Frau auf, die Vasquez in den Zeugenstand. Frau Di Vasquez ist eine Produzentin, die an dem Tag im Wohnwagen Studio 2 war. Die Zeugin soll bitte ihren Namen und ihren Beruf angeben. Die Vasquez. Ich bin Produzentin bei den Global Studios. Am Tag des Mordes waren sie im Wohnwagen Studio 2. Wie jeder hier weiß, ja. Ich mag kein unnötiges Gerede. Wenn Sie unbedingt dozieren möchten, macht Sie das doch, wenn ich nicht da bin. Gut, Frau Vasquez. Bitte machen Sie Ihre Aussage bezüglich des Mordtags. Und achten Sie auf Ihr Dekolleté, bitte. Nick! Ich weiß, dass sie es war. Lass sie dafür bezahlen. Du machst ab sofort jedes Mal, wenn Nick kommt, so eine kleine Pause. Nick! Da erwarte ich immer wieder, Nick! Nein, das kommt nur manchmal. Ja, geht klar. Und wenn sie schuldig ist, werde ich sie in Flagranti erwischen, sozusagen. Yeah. Ich betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Das Meeting begann exakt um 12 Uhr und war um 16 Uhr beendet. Im Anschluss sollte ich eine... Oh, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Im Anschluss sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sal, dass er mich fährt. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Sal und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Wir fanden Hammers Leiche später, als wir alle zu Studio 1 gingen. Das ist alles. Geil! Ich habe eine Frage zu einem Teil Ihrer Aussage. Sie waren müde, also baten Sie Sal, Sie zu fahren. Mit dem Van. In Studio 2 gibt es einen Van. Ich bat ihn, mich damit zu fahren. Ich fand es riskant, bei diesem Wind zu gehen, der schon den Affenkopf umwarf.
geil, wir haben Bären. Ich? Ja, okay. Nun gut, erreicht ihr Kreuz für wie immer. Das ist das letzte Gefecht, Nick. Auf in den Kampf! Geil! Okay, wir waren dann kurz vor Mittag. Das Meeting begann genau um 12 Uhr. Es war um 16 Uhr beendet, okay. Anschluss sollte eine Probe stattfinden, deshalb begaben wir uns zu Studio 1. Am Morgen hat schon eine Probe stattgefunden, wo sich Will Powers ja den Knöchel verstaucht hat. Ja, wir haben ja einen Beweis dafür, da sollen wir angreifen. Machen wir. Ja. Und wann war das genau? Hab ich vergessen. Könnten Sie versuchen, sich daran zu erinnern? Nein. Das Meeting war um 16 Uhr beendet und die Probe war für 17 Uhr angesetzt. Ich würde meinen, es war irgendwann dazwischen. Sie würden meinen? Sie sagen nur das, was eh klar ist, Edgeworth. Warte mal, haben wir irgendwas am Minivan oder so? Mit diesem Van von Manella zu Studio 1 nach dem Treffen im Wohnwagen. Ich wusste gar nicht, dass der funktioniert. Ich dachte, der will nur eine Treppe. Huh. Okay, per Spuren mit dem Ding sie zeigt Hammer im Unfall. Okay. Wir haben ja den Minivan auch mal untersucht, kann das sein? Ich weiß aber gar nicht mehr, was er da gesagt hat. Warte mal, ich war mir da also bat ich halt, dass er mich fährt, aber hier ist 14.15 Uhr bis 16 Uhr. Kopf von Mr. Monkey blockierte den Ding. Wie will der bitte schon da durchkommen, der Van? Sollen wir nicht erst am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks? Oh, oder sind sie... Hat sie gerade gesagt, dass sie mit dem Van dahin gefahren sind zu Studio 2? Zu Studio 1, ja. Zu Studio 1. Okay, da... Hab ich so verstanden. Es ist schwer. Ich denke, sie ist gewohnt, die Zügel in der Hand zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass du irgendwo einen Widerspruch in ihrer Aussage entdeckst. Ja, okay, dann denke ich schon, dass ich weiß, wo das ist. Okay, im Anschluss haben wir Studio 1. Ich vermute also, bat ich Sal, dass er mich fährt. Wir könnten das probieren. Oh, guck mal, wir haben sogar 5 Ausrufezeichen wieder. Ja. Egal. Nee, das war falsch. Euren? Ich war scheiße. Sorry. Ach ja? Geil, okay, hier, bitte, straf hier, guck mal, ja, physisch, au. Ups, okay, schön. Direkt beim ersten Kreuzerhör, das Ach, fängt ja gut an. Das fängt sehr schön an. Das heißt, was ich gerade gesagt habe. Spaß, mich mit dem Studio-Van zu fahren. Okay, Dani, ich werde gerufen. Ich bin gleich wieder da. Nun, des Weiteren möchte ich noch einige Dinge erwähnen, die... Nun, bezüglich der 4 Herren, die in meinem Wohnwagen gestern waren. Es mag vielleicht den Anschein gehabt haben, als wären das bewaffnete, tödliche Mafia-Mörder gewesen. Aber diese Herren waren die anderen Produzenten des Filmstudios. Also wirklich, also ganz, ganz sicher. Das waren die anderen Produzenten des Filmstudios, die auf keinen Fall als Produzenten nur getarnt haben, weil sie in Wahrheit meine Freier waren. Nein, ich bin keine Puffmutter und ich bin auch keine Prostituierte. Das möchte ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Nun, des Weiteren bat ich Sal, mich mit dem Studio-Van zu fahren. Okay. Ach, ja, richtig. Ich greife einfach alles an. Und was machten Sie während dieser Zeit? Schlagen Sie nicht dauernd auf Ihr Pult. Es geht doch kaputt. Das irritiert mich. Ja, Herr Wright. Ich mach das zwar auch, aber ups. Es war eine Pause von 15 Minuten. Gibt es
jemanden, der das bestätigen kann. Sir. Nein, ich meine... Einer reicht. Wenn sie den Mord während dieser Pause verübt hätte, Entschuldigung für mein Rübsen, hätte sie in keiner Zeit gehabt, ein T-Bone Steak zu essen. Wenn ich einen Beweis hätte, dass das Steak nicht, dass sie dieses Steak nicht gegessen hat. Nun, Nick, ich glaube, wir hatten das schon. So, hat Manella nicht mal irgendwann erwähnt, dass er noch von ihr was mitgegessen hat? Nee, hat er nicht erwähnt. Oder hat er doch erwähnt? Ja, ich glaube, er hat erwähnt, dass die was Kissen nichts gegessen hat. Er hat auf jeden Fall erwähnt, dass er das Steak sehr gerne gegessen hat und dass er Steak liebt. Und ich meine, er hätte in dem gleichen Verhör erwähnt, dass er nochmal was von ihr mitgegessen hat oder dass er sogar vielleicht sogar ihr es gegessen hat. Ich weiß es nicht. Das Meeting begann genau um 12 Uhr. Es war ja. Ist niemand während des Meetings weggegangen? Niemand. Nun, lassen Sie uns noch ein wenig darüber sprechen. Die Zeugin ist nicht hier, um Konversation zu pflegen. Unterbrechen Sie nicht ständig die Aussage. Das könnte ich Ihnen auch sagen, Herr Edgeworth. Und hören Sie auf, Ihr kleines Puls zu schlagen, das tut meinen Ohren weh. Ah. Ein Probestift von Mickey. Gerade nur kurz vor Mittag. Meeting begann 12 Uhr, im Anschluss sollte eine Probe stattfinden, deshalb begaben wir uns zu Studio 1. Hä? Hä? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe gedacht, die Probe wäre morgens gewesen. Dachte ich eigentlich auch. Wann war das genau? Das habe ich vergessen, das hat sie gerade eben schon gesagt. Ja. Haben wir irgendeinen Beweis, dass die Probe morgens war? Haben wir nicht, gell? Ich schleife dann Bein zum Ansehen, prüfen, Tasten drücken. 14 Uhr ist auf jeden Fall da gewesen. Es kann schon sein, dass es mit Klebeband repariert. Wir zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr. Jedes Liege ist von einem Scheiß. Warte, wann wurde Jack? Um 14.30 Uhr durch starke Brust. Mal, wann sind sie runter zum Büro? Um 14.30 Uhr haben sie Pause gemacht für 15 Minuten, 14.45 Uhr so. Und dann haben sie weitergemacht mit dem Dreh. Beziehungsweise mit dem Meeting bis 16 Uhr und dann sind sie um 16 Uhr dahin gegangen. Mit diesem Van von Manella zu Studio 1 nach dem Treffen im Wohnwagen. Warte mal. Ja, ich denke mal, wenn du, wenn Manella nochmal aussagt, kannst du ihn damit bestimmt fronten. Ich denke nicht, dass jetzt bei ihr funktioniert. Aber von ihr hast du die Information, ja. Also warte ich selber, dass er nicht fährt. Und so machen wir eine 15 Minuten Pause. Sondern ich aß am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Hm. Okay. Hm. Alleine? Ja. Und Sie sind nicht kurz in den Personalbereich gegangen? Nein. Sind Sie immer so kurz angebunden? Ja. Meine Güte. Was ist mit dem gegangen? Okay. Ich habe keine Ahnung. Setz mal ein Safe State und dann probieren wir mal, sie mit irgendwas zu fronten. Ja, oder speicher einfach, geht auch. Ja, ich speichere. Geil. Der Part ist sowieso gleich vorbei, also. In nur 30 Sekunden. Also, sollten wir hier Schluss machen, ja, also und dann beim nächsten Mal gucken. Ist, ja. Mit was werden wir sie beim nächsten Mal fronten und was wäre eure Idee? Schreibt es nicht in die Kommentare, ja, weil ihr sowieso nichts in die Kommentare schreibt. Hä? Was? Ja, egal. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.